Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir 5 Möglichkeiten aufzeigen möchte, weißen Zucker durch gesündere Süßungsmittel zu ersetzen. Viele von uns wissen, dass weißer Zucker ja nicht so gut ist. Es ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Für den Herstellungsprozess brauchst du viele Säuren und Laugen, bis am Ende so ein weißer kleiner Kristall rauskommt, die alle identisch aussehen. Und was eigentlich mit dem natürlichen Produkt Zuckerrohr oder Zuckerrübe gar nichts mehr zu tun hat. Ja? Und du hast keinerlei Nährstoffe mehr da drin, kein Magnesium oder Calcium oder sonst irgendwas. Ja, alles weg. Es ist hochkalorisch, also es hat viel Energie, viel Kalorien, aber es hat ansonsten keinerlei Nährwert. Es bringt deinen Blutzuckerspiegel nach oben und es greift die Zähne an, die Säure davon. Und ja, das sind so alles Sachen, die für mich gegen weißen Zucker sprechen. Außerdem ist es ein Suchtmittel. Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob du meinen Kanal schon länger verfolgst. Ich war fast mein ganzes Leben, also bis auf die letzten 6-7 Jahre zuckersüchtig. Seit 6-7 Jahren verzichte ich komplett auf Zucker, bis auf einige wenige Ausnahmen. Aber ich habe halt die Zuckersucht wirklich überwunden und kann sagen, ja, das ist ein Suchtmittel. Ich habe früher irgendwie, ich erzähle immer wieder gerne dieses Beispiel, ich war beim Bäcker, konnte mich nicht entscheiden und habe dann 7 Stück Kuchen gekauft und die alle aufgegessen und es gab da keinen Stopp. Ja, es war irgendwie, ja, die Sucht einfach. Und ich verlinke dir hier oben mal den ganzen, ich habe so eine ganze Playlist mit Videos, verschiedenste Themen Zucker, auch verschiedene Rezepte, zuckerfreie Rezepte. Ich habe auch ein E-Book gemacht. Das heißt 5 süße Gelüste, da habe ich Dessertrezepte entwickelt, die komplett zuckerfrei sind, nur mit natürlicher Süße, das heißt Datteln oder Früchte und keinerlei Austauschstoffe. Ja, also auch all die Sachen, die ich dir jetzt erzählen werde, sind da auch nicht drin. Also wirklich nur Datteln und andere Trockenfrüchte oder Obst und Gemüse, das findest du hier unten in der Infobox und kannst du dir kostenlos runterladen. Ja, dann gibt es ja braunen Zucker, ich wollte das unbedingt mal ansprechen. Brauner Zucker habe ich jetzt mittlerweile in vielen Cafés gesehen. Ich glaube, das ist so versucht, das Image irgendwie aufzubessern. Wir sind grün oder wir achten darauf. Aber ich muss dich leider enttäuschen, bei dem braunen Zucker, das ist nicht viel besser als der weiße Zucker. Da fehlt einfach nur ein Schritt und zwar das Ausbleichen. Aber ansonsten haben diese regulären braunen Zucker, sind die genauso schlecht wie der weiße Zucker. Er fördert genauso das Übergewicht und Herzkrankheiten und was weiß ich alles. Also davon auch lieber die Finger lassen. Genau, und dann gab es ja bis vor einiger Zeit das einzige Ersatzmittel, was wir hatten, waren Süßstoffe. Ja. Zyklin oder wie die so alle heißen, und davon möchte ich dir auch raten, die Finger zu lassen, weil das reine chemische Produkte sind. Ja. Für mich, ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, ich habe ja den Titel geschrieben, gesündere Alternativen, aber ich frage mich auch immer mehr, was heißt eigentlich gesund? Ja. Und für mich ist es immer natürlicher zu werden. Ja. Also Produkte zu mir zu nehmen, die so wie sie in der Natur vorkommen, wo ich dann auch ein natürliches Sättigungsgefühl habe. Ja, ich kann einfach nicht von Nüssen zum Beispiel, wenn ich da auf Rohkostqualität achte, dann gibt es da ein natürliches Stopp. Ja. Aber das gibt es bei weißem Zucker nicht und das ist auch ganz schlimm bei diesen Süßungsmitteln, diesen Süßstoffen. Die Süßstoffe haben ja den Vorteil, dass sie den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen, den vermeintlichen Vorteil. Sie haben kaum Kalorien und deswegen sind sie halt auch für Diabetiker geeignet. Das Problem dabei ist, es gibt ja auch so viele Limonaden, diese Light-Limonaden, ja, Light wie das Light, ja, das verursacht ganz viel Leid. Diese ganzen
Austauschstoffe, diese Süßstoffe, die helfen nur scheinbar, das Gewicht unten zu halten oder den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen zu lassen, weil dadurch, dass der Körper gar nicht darauf reagiert, keinerlei Anstieg des Blutzuckerspiegels hat, hast du da auch keinen Stopp drin. Und dadurch nimmst du dann, kann es passieren, dass du dann mehr Kalorien zu dir nimmst, als wenn du jetzt das mit Zucker machen würdest, weil da irgendwann so, ja, wenn du zu viel Zucker zu dir nimmst, dann kriegst du einfach einen Kasper, so, ne? Das bringt ja dein Energielevel so nach oben. Und das hast du halt bei diesen Süßstoffen nicht. Da fehlt das. Und dadurch nimmt man dann mehr auf, als man vielleicht eigentlich einem gut tun würde. Aber das, was ich viel kritischer daran finde, ist, dass sie chemisch hergestellt werden. Nichts Natürliches haben, keine natürliche Basis. Und ja, das fühlt sich irgendwie für mich nicht gut an, weil mein Weg ist wirklich, immer natürlicher zu werden, also immer mehr so, wie ich es in der Natur vorfinde. Ja, weil diese hochverarbeiteten Lebensmittel wie eine Fertigpizza oder diese Fertigjoghurts oder Käse oder was weiß ich, so Sachen, ja, dadurch, dass sie so verarbeitet sind, muss der Körper auch tierisch dafür was tun, um das zu verarbeiten. Ja, und auch je komplexer die Lebensmittel sind, das ist jetzt eine reine Empfindung, also nichts Wissenschaftliches, aber ich habe gemerkt, je einfacher ich mich ernähre, je einfacher und klarer sind auch meine Gedanken. Wenn ich hochkomplizierte Lebensmittel zu mir nehme, dann wird auch mein Gehirn, ja, das kriegt dann Schleifen und Wendungen und ich kann nicht mehr so klar denken. Also je einfacher, so dass ich zum Beispiel zum Obst- und Gemüsestand gehe und dann meine Gurke esse, meine Möhre esse, meinen Apfel esse, das macht das Leben für mich einfacher, für meinen Körper einfacher, das zu verdauen. Je nachdem, an welchem Punkt du jetzt stehst, kannst du mit dem einen oder anderen Stoff, den ich dir vorstelle, Nahrungsmittel, was ich dir vorstelle, vielleicht mehr oder weniger anfangen. Es kommt ja auch darauf an, wofür willst du es jetzt einsetzen, um einen Kuchen zu backen oder um es in ein Getränk reinzumachen oder um es zum, was weiß ich, wofür zu benutzen. Ja? Also schau da, wo du sozusagen gerade stehst, an welchem Punkt des Austausches du bist und es kann zum Beispiel sein, dass du an dem ersten Schritt bist, wo es darum geht, deinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Ja, ich schreibe gerade an einem E-Book, das ist ein 6-Schritte-Plan, wie man sozusagen vom Zuckerkonsum, also regulärer weißer Zucker, Schritt für Schritt Anleitung, wie man da zum natürlichen Süß kommt, was halt in Früchten vorhanden ist. Und ein Schritt, der erste Schritt ist, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Das heißt, wenn du Backrezepte hast, heutzutage ist alles übersüßt. Also wenn ihr euch die Tabellen anguckt vom Zuckerkonsum, dann steigt das jedes Jahr. Und die machen den Joghurt immer süßer, die machen in Lebensmittel, wo früher gar kein Zucker drin war, ist jetzt auch Zucker drin, also auch in Wurst und deftigen Sachen, wo man es gar nicht vermuten würde. Ne? Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, durch eine Mitbewohnerin von mir angeregt, einfach nur noch die Hälfte des Zuckers zu verwenden, der in einem Rezept drin steht, und es war genauso süß, beziehungsweise genügend süß. Ja. Und das könnte zum Beispiel auch ein Schritt sein auf diesem Weg. Und ich mache jetzt dieses Video, weil ich weiß noch, wie ich vor diesem Regal stand im Bioladen mit diesen ganzen Alternativen zum Zucker. Ich war völlig überfordert. Da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen. Reissirup, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, Reissirup, Xylit und was es da nicht alles so gibt. Und ich komme dann gleich nochmal auf dieses Thema, wonach ich mich dann entschieden habe. Ich möchte jetzt erstmal anfangen mit dem ersten Punkt, wo du was austauschen kannst. Und als erstes möchte ich da anfangen mit diesen Sirupen, sowas wie Reissirup, Agavendicksaft, Ahornsirup und was es alles so gibt. All diese Stoffe, all diese Flüssigsüßungsmittel haben den einen Vorteil, dass sie
meistens schonender zubereitet werden als jetzt der weiße Zucker. Ja, also da, dass du dort, die werden dann einfach aus der Pflanze gewonnen und dann eingedickt. Ja, das heißt, die haben auch noch Nährstoffe mit dabei und sie sind schonender zubereitet. Das zweite, das ich dir vorschlagen möchte als Alternative zu weißem Zucker, ist Kokosblütenzucker. Das war das, wofür ich mich entschieden habe, als ich vor diesem Regal stand, vor dem riesigen Regal im Bioladen mit den ganzen Alternativen. Und zwar bin ich so ein Tropen-Asien-Typ, wo ich sehr gerne hinreise. Und es war einfach schön, die Vorstellung, mich damit zu verbinden und diese Energie, diese Qualität in mich aufzunehmen und dann auch, ja, dieses Kokosblütenzucker, das hört sich so rein und edel an und ja, das war irgendwie so was Schönes, wo ich Lust drauf hatte, mich damit zu nähren. Und außerdem wusste ich, dass der Kokosblütenzucker den Blutzuckerspiegel nicht so ansteigen lässt und das war mir halt auch wichtig, weil vielleicht wunderst du dich, warum ich das so anspreche mit dem Blutzuckerspiegel. Dieser erhöhte Blutzuckerspiegel unterstützt einfach Heißhungerattacken. Ja, diesen Hieper auf mehr. Wenn du dich auf einem Lower Level hältst, dann gibt es da nicht so Peaks drin, wo dann halt auch du irgendwelche außergewöhnliche Nahrung zu dir nehmen musst oder mehr Nahrung, als du vielleicht eigentlich brauchst. Genau, das dazu. Genau, und dieser Kokosblütenzucker, ich weiß, dass er, ich habe mir von Dr. Görz so ein Video angeschaut, wie der hergestellt wird und habe da gesehen, dass es auch wirklich sehr schonend zubereitet wird. Da wird einfach nur dieser Sirup, der da gewonnen wird, oder dieser Saft, der da gewonnen wird, wird eingedickt und ganz langsam erhitzt. Das heißt, er hat auch noch alle Nährstoffe, also viele Nährstoffe, so, ne? Dass du quasi nicht nur so einen isolierten Stoff zu dir nimmst, wie halt so ein Zucker, sondern auch wirklich Mineralstoffe und was man so alles brauchen kann, darüber auch noch zu sich nimmt. Ja, das ist so das, was ich für mich gefunden habe. Aber ich habe dann so mir so ein Glas gekauft und das hat auch Jahre gehalten. Und dann habe ich das halbe Glas auch noch verschenkt, weil ich wirklich nur noch sehr wenig das verwendet habe, eher so dann auch für Gäste. Also dann, wenn jemand einen Kaffee getrunken hat, dann hat er sich das sozusagen da rein, den Kokosblütenzucker da reingemacht. Und es ist auch sozusagen das Gute bei dem Kokosblütenzucker, du kannst wirklich eins zu eins verwenden wie weißen Zucker und den komplett austauschen. Es ist natürlich viel, viel teurer. Ja? Das heißt, wenn du noch in sehr viel Zucker verwendest für irgendwas, dann kann das ganz schön ins Geld gehen mit dem Kokosblütenzucker. Aber ich habe sowieso schon nicht mehr so viel konsumiert mit zubereiteten Zucker, also weil das ist ja auch noch ein verarbeitetes Lebensmittel. Und das nehme ich mittlerweile auch gar nicht mehr zu mir. So, ich nehme es zwar in Kauf, wenn das jetzt in einem Aufstrich, den ich kaufe, weil ich auf Reisen bin und da nicht immer was selber zubereiten kann, dann nehme ich das auch mal in Kauf, dass da ein Agavendicksaft oder ein Apfelsaft oder Zucker, brauner Zucker irgendwie drin ist. Aber so, wenn ich für mich was mache, dann brauche ich sowas nicht mehr. Aber wie gesagt, jeder ist ja da auch an einer anderen Stufe und es ist auch völlig in Ordnung. Also entspann dich da rein und also ich habe auch mal ganz woanders angefangen, ja. Deswegen sage ich das auch immer dazu. Das dritte, das ich erwähnen möchte, ist Xylit oder Erythrit. Erythrit, ach, ich spreche das immer falsch aus. Das ist dieser Birkenzucker, also der sozusagen aus einem Baum gewonnen wird. Heutzutage ist der Bedarf so groß, dass er auch aus Mais gewonnen wird. Und bei dem Xylit, bei dem Birkenzucker, da ist es so, dass A, hat er sehr wenig Kalorien und er ist auch so austauschbar wie weißer Zucker. Er ist ja auch, auch ein verarbeiteter Zucker, ne? Auch so, so, dass du halt dann diese weißen Kristalle am Ende hast. Aber er hat trotzdem auch noch Nährstoffe, also ist schonender verarbeitet, lässt den Blutzuckerspiegel nicht mehr ansteigen. Ja, und also ist da auch für Diabetiker geeignet. Und was du bei dem Xylit sogar auch hast, ist, dass der deinen Zahn wieder aufbaut. Ja, also ganz im Gegenteil zu dem weißen Zucker,
baut der sogar deine Zähne auf und ist in Zahnpasta drin. Ja, genau, das ist darum auch eine gute Alternative, kann ein Austauschstoff sein. Und genauso wie dieses Erythrit, da ist es sogar noch krasser. Da, dieses hat gar keine Kalorien, lässt den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen und es ist aber auch ein sozusagen aus ein natürlich gewonnener Stoff, der auch nicht so stark verarbeitet ist wie jetzt ein weißer. Ja, also wenn du süßen möchtest und keine Kalorien haben willst, dann ist Erythrit dein Mittel der Wahl. Ist halt auch dann wieder dementsprechend teuer. Ich verlinke dir mal so ein paar Produkte auch unten in der Infobox. Also kannst dann einfach mal schauen, was da für dich vielleicht in Frage kommt. Vierte, das ich ansprechen möchte, ist das Stevia. Stevia kommt bei mir an vierter Stelle, weil es gibt es mittlerweile natürlich, weil es kundenfreundlicher oder verbraucherfreundlicher ist, auch in diesen verarbeiteten Varianten, ja, dass du Stevia-Tropfen hast, du hast es auch als Pulver. Und der Vorteil dabei ist, es hat auch keinerlei Kalorien, es lässt deinen Blutzuckerspiegel minimal ansteigen. Und ja, es hat so einen etwas Eigengeschmack, also einen stärkeren Eigengeschmack, der gewöhnungsbedürftig ist. Da gibt es auch Menschen, die das dann kombinieren, dieses Xylit oder Erythrit mit dem Stevia-Pulver, um einfach das so ein bisschen neutraler zu halten. Warum ich es aber an die vierte Stelle gepackt habe, ist, weil es auch Stevia-Blätter gibt. Also du kannst auch wirklich, ich habe auch mal so eine Pflanze gehabt, die Blätter direkt nehmen und verwenden. Ja? Und dann hast du wirklich ein Naturprodukt, was überhaupt nicht verarbeitet wurde. Und das ist ja das sozusagen, was ich als am Ende der Kette sozusagen sehe von der Entwicklung, also so von dem, wo ich merke, dass mir das gut tut, halt natürlicher zu werden. Wobei ich, wie gesagt, da auch keinen Druck aufbauen möchte. Also ich greife auch noch manchmal zu einem veganen Steak oder was, also so ne Tofu-Ersatzprodukt, sei da gut zu dir und milde. Ne? Genau, also da hast du mit dem Stevia sozusagen die Möglichkeit, auch wirklich ganz natürlich zu sein und es auch, Stevia kannst du auch so verwenden wie Zucker, halt die Blätter sind dann etwas anders zu dosieren, ne? Da musst du dich vielleicht ein bisschen ausprobieren, wenn du das in deinen Smoothie reinmachst oder in Kaffee vielleicht sogar reinrührst. Leichter, verbraucherfreundlicher sind natürlich so Tropfen oder halt, wie gesagt, dieses Pulver, was dann hergestellt wird. Aber ist halt dann auch schon wieder verarbeitet. Genau, musst du abwägen. Fünfter und letzter Punkt. Kannst du dir vielleicht denken, mein Favorit, Trockenfrüchte und Obst. Ja, ich habe zum Beispiel in meiner Anfangszeit, wo ich mir versucht habe, Zucker abzugewöhnen, habe ich die Kuchen, habe ich dann Bananen reingemacht, reife Bananen habe ich dann da statt Zucker reingemacht. Natürlich waren die dann nicht mehr so fluffig, aber heutzutage, das war ja jetzt vor mittlerweile, weiß nicht, 10, 12 Jahren, gibt es ja so viele leckere vegane Kuchen, die auch keinen Zucker mehr enthalten und so, trotzdem fluffig und so sind. Also da haben sich ja echt, hat sich einiges entwickelt. Viele kreative Menschen, also ich bin ja bei Rezepten eher einfach, also in meinem Dessertrezept findest du nur einfache Rezepte, wo man irgendwas zusammenschütten muss, wenige Zutaten. Ich bin da nicht so komplex, ich brauche es einfach einfach. Genau. Und ja, dann waren diese Kuchen schon halt auch mal so sehr dicht und nicht so fluffig, sondern eher lappig. Aber ich fand es irgendwie cool, halt keinen Zucker mehr zu verwenden. Und dann habe ich das in Kauf genommen, ja, dass ich wusste, ich esse da jetzt was Gesünderes, was Gesundes, was einfach nur mit Bananen gesüßt ist. Oder ich habe Rosinen mit in den Teig reingeknetet, so, ne? Oder Dattelpaste oder sowas, ne? Einfach so Trockenfrüchte oder sehr reifes Obst. Ja, das ist, kommt jetzt natürlich drauf an. Also wenn du halt ein Süßverlangen hast, ne, dann kannst du gucken, an welchem Punkt du bist, ob da dich vielleicht eine Banane, eine reife, schöne Banane, dir das geben kann oder ob du jetzt dir einen Kuchen bäckst mit irgendeinem, ja,
wo du halt eine Trockenfrucht reinmachst oder Energiebällchen, ne, aus Nüssen und einer Trockenfrucht, ja, in der Küchenmaschine irgendwie zusammengemixt und dann, ja, ist es auch mega süß und ist sozusagen, ja, so eine Alternative, wo du halt auch nicht mehr verarbeitest, ne, wo es dann am Ende dann auch nicht mehr darum geht, jetzt, was weiß ich, davon einen Kuchen zu backen oder sonst irgendwas, da machst du dir vielleicht einen Obstsalat oder einen Smoothie oder sowas noch da draus, aber es ist halt so völlig weg von dem konventionellen Süßprodukten. Ja, das ist jetzt die natürlichste und unverarbeitetste Möglichkeit, süß zu sich zu nehmen. Und ja, hier hast du halt wirklich noch ein echtes Lebensmittel. Ja, das ist, es hat frische Energie und ist von dem Körper auch am leichtesten aufzunehmen und zu verarbeiten. Ja, weil es einfach, ja, noch so naturbelassen ist, wie es in der Natur vorkommt. Und mein Empfinden ist so, dass damit mein Körper immer am besten zurechtkommt und auch die frische Energie, die ich da an mich aufnehme, da habe ich einfach ein gutes oder das beste Gefühl somit, ja, wenn ich einfach nur frisches Obst und Gemüse esse. Aber das ist ja eine individuelle Entscheidung. Wobei ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, sie vertragen nicht so viel Obst und Gemüse, aber das liegt, glaube ich, daran, dass sie falsche Lebensmittel miteinander kombinieren. Also es gibt selbst bei Obst und Gemüse welche, die schneller verdaut werden als andere. Also eine Melone zum Beispiel wird super schnell verdaut und die sollte man immer alleine essen. Wenn du da irgendwie eine Avocado oder eine Banane dazu isst, in einem Obstsalat zum Beispiel, dann hast du in deinem Magen Sachen, die schnell verdaut werden und andere, die länger brauchen. Und dann gern die Sachen, die schneller verdaut werden, schon vor sich hin, während das andere noch verarbeitet wird. Ja. Und da kann es halt dann dazu kommen, dass du vielleicht ein ungutes Gefühl im Bauch hast. Also versuch da möglichst einfache Sachen, also so nur Äpfel zu essen oder nur Melone zu essen oder so. Oder einfach zu gucken, dich darüber zu informieren. Das Stichwort dafür ist Food Combining, also Food, Essenskombinationen. Ja, und wie gesagt, da geht es um die Verdauungszeiten und da sollte man halt Nahrungsmittel wählen, die gut miteinander kombinierbar sind. Ich lasse es an der Stelle. Ich hoffe, du hast jetzt einige Anregungen bekommen, wie du den weißen Zucker austauschen kannst, ja, bei Bedarf und da für dich ein gutes Produkt zu finden, mit dem du gut zurechtkommst. Probier dich da auch gerne mal durch. Wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich dir in die Infobox gepackt. Kannst du dich auch ein bisschen noch belesen. Ansonsten erscheinen jetzt hier gleich zwei Videos. Schau da gerne mal vorbei. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt tun und die Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Video mehr. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wieder hören. Ciao!